und etwas sehr, sehr Wichtiges für den Blues, für Eutin und wie ihr gleich merken werdet, auch für eine Band. Und dazu sind zwei sehr wichtige Damen der bluesfördernden Vereine Eutins hier. Bitte heißt herzlich willkommen Marianne und Barbara. Und die erzählen euch jetzt was richtig Tolles. Wir kommen jetzt gleich zum für mich schönsten Moment des ganzen Festivals. Vorher möchte ich noch kurz zwei Sätze sagen. Es gibt in diesem kleinen Ort Eutin tatsächlich zwei Bluesvereine. Es gibt den Baltic Blues e.V. und es gibt das German Blues Network. Und beide Vereine sind berechtigt, zur International Blues Challenge in Memphis Bands zu schicken. Und ja. Und jetzt zum mit schönsten Moment für mich auf diesem Festival übergebe ich als Repräsentantin des German Blues Networks das Mikrofon an Marianne Süde. Jahrelang war die International Blues Challenge in Memphis dominiert von Musikern aus Nordamerika, sodass alle anderen Kontinente schon fast die Lust an der Teilnahme verloren. Denn gewinnen würden sie doch nie. Dann schickte der Baltic Blues e.V. 2011 zwei Künstler ins Rennen, die den Wettbewerb knackten. Mit Georg Schröter und Marc Breitfelder. Gewann erstmals in der IBC-Geschichte ein europäischer Act. Na gut, dachte man, die Kategorie Solo-Duo war gerade noch zu schaffen. Aber bei der Bandauswahl auf dem Treppchen zu landen, schien für Europäer weiterhin unmöglich. Doch dieses Jahr wurde der Traum Wirklichkeit. Die vom German Blues Network nominierten Gewinner der German Blues Challenge, die ihr hier in Eutin erleben konntet, errangen in Memphis den zweiten Platz in der Kategorie Band. Heute möchten wir Ihnen Ihren wohlverdienten Preis überreichen, denn Sie sind hier. Nochmals herzlich willkommen, Michael von Merwig. Jochen Benz. Olli G. Und Bernhard Weichinger, Blue Soul. Meine Damen und Herren, Michael von Merwig und Blue Soul, besser geht's nicht. Wir machen gleich weiter. In ganz wenigen Minuten kommt die super, super duper Band. Bleibt hier, kommt nach vorne. Gleich kommt's zum Finale.